Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videotutorial-Reihe RPG in a Box. Mein Name ist Carsten und in dieser Folge möchte ich euch Terrain-Types und Collision Overrides erklären. Bisher war es so, dass unsere Navigation ausschließlich anhand der Navigationspfade berechnet wurde. Das heißt, ein Feld ohne diese Navigationslinie Walk and Interact oder Walk Only konnte nicht betreten werden und ein Feld mit einer Navigationslinie kann von jedem betreten werden, unabhängig davon, was es ist. Ab dieser Folge wollen wir damit aufhören und wollen sagen, dass es für bestimmte Charaktere bestimmte Definitionen für Bewegungsmuster gibt. So, um das zu tun, brauchen wir die Terrain-Types. Diese können wir definieren an den Tiles, also an den Kacheln, und können dazu als allererstes mal definieren, dass wir einen Fluss haben. Der Fluss darf vom Charakter nicht betreten werden, allerdings darf dieser Wasserschleim sich hindurch bewegen. Das ist die allererste Regel, die wir jetzt machen wollen. Um das zu tun, gehen wir jetzt erstmal auf die Flussfelder und definieren hier den sogenannten Terrain-Type. Der befindet sich in den Model Properties als Terrain-Type. Über den Stift können wir hier erste Typen anlegen. Wir können jetzt hier Typennamen definieren, die wir in Zukunft nutzen wollen. Wir können allerdings immer nur für eine Kachel einen Typen zuweisen. Es gehen nicht mehrere. Also wir können jetzt hier definieren, das ist ein Fluss. So, des Weiteren können wir für später definieren, wir haben flaches Wasser und wir haben tiefes Wasser. So, wir können jetzt hier einen einzigen Typen auswählen und können diesen zuweisen. Das heißt, mein Fluss ist vom Typ Fluss. So, dann kann ich das speichern. Zusätzlich kann ich sagen, also mache ich das jetzt für nicht kann ich das sagen, zusätzlich mache ich das jetzt für jedes Feld vom Typen Fluss und habe damit meinen Fluss kategorisiert. Nun kann ich anfangen und kann sagen, welche Charaktere können sich denn im Fluss bewegen und welche nicht. Um das überhaupt erstmal zu ermöglichen, dass man durch den Fluss kann, müssen wir den Fluss nun auf passierbar stellen. Das ist natürlich noch nicht der Fall in unserem Map-Editor. Also müssen wir auch im Map-Editor jetzt die Navigationspfade nachzeichnen, damit wir überhaupt im Fluss laufen können. Also die Navigationslinien bilden immer noch die Grundlage, ob ein Feld betreten werden kann oder nicht. Ja, das wird sich nicht ändern. Allerdings werden die Terrain-Types jetzt zusätzlich als Regelgrundlage eingeführt, die zusätzliche Entscheidungen treffen, wer sich da drauf bewegen kann. Das heißt, eine Navigationslinie definiert, dass man sich da bewegen kann, während der Terrain-Type definiert oder uns die Definition freilässt, wer oder was sich in diesem Feld bewegen darf. So, okay. Ich versuche das jetzt mal so gut wie möglich zu machen. Ich weiß genau, dass ich hier mit der Wand auf Probleme stoßen kann. Schon gestoßen bin. Und dass es keine gute Idee ist, diese von Hand zu zeichnen, aber für diese Episode reicht das aus. Ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, tut das explizit nicht mit euren Karten, dass ihr in der Nähe von Wänden Navigationslinien per Hand zeichnet. Macht das immer mit automatischer Verbindung oder guckt ganz genau im Anschluss nach, dass diese Navigationslinien richtig gezogen sind. Habe ich, glaube ich, jetzt oft genug behandelt, das Thema. Wir können das nochmal checken gerade. Diese Navigationslinien liegen richtig. Das ist sehr schön. Diese liegt auch richtig. Alles klar. Damit haben wir unsere Karte jetzt nachbearbeitet und haben jetzt die Möglichkeit, durchs Wasser zu laufen. Das heißt, jetzt momentan kann jeder Charakter durchs Wasser laufen. Und das wollen wir im nächsten Schritt ändern. Um jetzt zu definieren, wer sich im Wasser bewegen kann, habe ich zum einen erstmal die Gegner eingeführt. Diese habe ich hier als Schleim reingesetzt und habe ihm einfach ein relativ einfaches Bewegungsmuster gegeben und habe denen gesagt, das ist ein Wasserschleim. Der Wasserschleim, der macht nichts. Aber er kann angegriffen werden, attackable in real time. Einfach hier den Haken setzen. Hier ist eine leichte Einstellung, 10 Erfahrungspunkte. Er bewegt sich mit einem fixen Intervall alle 10 Sekunden in eine zufällige Richtung. Und wenn er in die Nähe kommt vom Spieler, dann verfolgt er ihn und seine Reichweite, in der er das macht, ist ein Feld. Also relativ trivial. Dasselbe habe ich hier hinten mit dem Magmaschleim gemacht. Der ist ein bisschen aktiver. Der macht das in 10 Feldern Umkreis. Der wird uns dann jagen und wir können uns nur vor denen im Wasser retten. Das ist so ein bisschen das Szenario, was ich hier vorhabe. Ne? Okay, um jetzt zu sagen, wer durch dieses Wasser gehen kann, müssen wir die Charaktere bearbeiten. Das heißt, in erster Linie haben wir mal unseren Hauptcharakter Rex.
Und nachdem wir die Terrain-Types definiert haben, können wir nun sagen, wo darf sich denn unser Charakter überhaupt bewegen? Um das zu tun, scrollen wir hier runter und zwar in den Bereich Terrain-Types. Und hier ist jetzt standardmäßig definiert, dass ein Charakter sich auf jedem Terrain-Type bewegen darf. Und das wollen wir ändern. Dafür stehen uns zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Wir können sagen, es ist verboten, auf folgenden Sachen zu laufen, also prohibited from, oder es ist erlaubt auf bestimmten Sachen, oder Quatsch, ja, er ist gezwungen, auf bestimmten Bereichen zu bleiben, also restricted to. Also wir sind gezwungen, auf bestimmten Sachen zu laufen, uns ist verboten, auf bestimmten Sachen zu laufen, oder wir dürfen alles. Was wir für Rex definieren wollen, ist, standardmäßig darf Rex erstmal alles, außer auf ganz bestimmte Felder gehen. Das heißt, standardmäßig soll ein neues Feld von Rex betretbar sein, außer es gibt eine Regel, die ihm das verbietet. Das heißt, wir nehmen hier, es ist prohibited from, also verboten, auf bestimmten Sachen zu laufen. Und da sagen wir, Rex darf nicht durch Wasser laufen, also durch den Fluss. Und sagen, okay, anschließend müssen wir Rex speichern. So, für unseren Wasserschleim ist es hingegen so, dass er da durchlaufen darf. Das heißt, für ihn bleibt es bei allen. Es gibt momentan keine Regel, auf was er nicht laufen darf. So, für den Magmaschleim ist es ebenfalls verboten, sich in Wasser zu bewegen. Also auch diesem ist es verboten, in den Fluss reinzulaufen. Okay, und der Fisch, der soll nicht im Wasser schwimmen, im Fluss, weil der zu flach ist, dann würde der auf dem Boden rumschwimmen. Also der geht nur in tiefes Wasser rein bei mir. Dazu ist die Animation zu niedrig, der ist quasi drei Felder vom Boden weg und mein Fluss ist nur zwei tief und dann hätte ich das Problem, dass mein Fisch aus dem Wasser rausguckt. Dazu müsste ich den Fluss tiefer machen. Okay, jetzt haben wir die erste Definition davon gemacht und können diese quasi testen. Um das zu tun, müssen wir mit einem Charakter durch den Fluss laufen können. Ich habe gesagt, Rex kann das nicht. Das wollen wir jetzt in erster Linie mal prüfen. Das heißt, wir starten jetzt kurz das Spiel und vergewissern uns, dass Rex nicht im Wasser laufen kann. Ja? Ich möchte euch das einfach mal zeigen. Also wir haben Navigationslinien, die gehen eindeutig durchs Wasser durch. Allerdings ist es Rex nicht erlaubt, den Fluss zu betreten. Ja? Ihr seht, er kann hier nicht durch. Ich kann mich hindrehen, ich kann aber nicht durch. So, das Gegenbeispiel müsste ja jetzt sein, dass mein Wasserschleim, dem es erlaubt ist, da durchzulaufen, hindurchgehen kann. Um das zu prüfen, können wir uns jetzt einen einfachen Mechanismus zunutze machen. Wir sagen einfach, wir überschreiben den Spieler mit dem Wasserschleim. Okay. Ab jetzt steuern wir den Charakter Wasserschleim. So, und dieser sollte ja durchaus in der Lage sein, durchs Wasser durchzugehen. Und das probieren wir jetzt. So, unser Wasserschleim bewegt sich also relativ langsam, aber er bewegt sich. Und ich habe gesagt, ich kann durchs Wasser gehen und ich kann durchs Wasser gehen. So, damit haben wir jetzt erfolgreich gemacht, dass wir durch den Fluss durchlaufen können, aber nur, wenn wir ein Wasserwesen sind. Ja? Also prinzipiell erstmal. Das wollen wir jetzt ausweiten und werden das für den See und für den Ozean hinzufügen. Und dann werde ich euch zeigen, was das Problem damit ist und was wir noch machen müssen, warum wir die Collision Overrides brauchen. Also als allererstes machen wir jetzt mal unsere Navigationslinien. Mache ich die hier durch den See durch und ich mache die auch durch den Ozean durch, sodass wir uns tatsächlich überall bewegen können, wo wir das wollen. Und ich werde das dann mal im Zeitraffer machen, damit das nicht so langweilig für euch ist. So, geschafft. Okay. Was wir als nächstes machen wollen, wir haben jetzt den Wasserschleim, der durchs Wasser laufen kann. Ich möchte aber verhindern, dass der auf trockenem Boden laufen kann. So, das heißt, vor dem Wasserschleim schützt uns eine Sandfläche. Okay, um das reinzubringen, müssen wir jetzt natürlich das nächste Element taggen. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier alle Felder raus, die einigermaßen mit der Kategorie trocken zusammenkommen könnten. So, das ist definitiv kein Wasser, aber unsere Sandpfade sind definitiv vom Typ und wir fügen den neuen Geländetypen trocken ein. So, das Prinzip, was dahinter in meinen Gedanken ist, ist ein Geländetyp, der trocken ist und Wasser saugt, also sorgt dafür, dass ein Wasserlebewesen dieses Gelände meidet. Also gerade ein Wasserschleim, der ja aus Wasser besteht, sollte natürlich Angst davor haben oder eine Phobie davor haben, auf trockenem Boden zu gehen, von dem er aufgesaugt wird. So, also definiere ich jetzt alle Sandtypen mit der Kategorie trocken. Und immer schön speichern, nicht vergessen.
So, jetzt müssen wir noch gucken, ob wir noch andere Teile haben. Wir haben noch die Kachelsand, die ist auf jeden Fall auch trocken. Wir haben den Weg, ach so, das hatte ich schon von der Szenenvorbereitung, sind hier die Kategorien noch dran. Da war ich nicht ganz präzise genug mit dem Entfernen der Tags. Okay. So, also alle Sandfelder sind jetzt kategorisiert. Und hier unten gucken wir noch nicht hin, das kommt nachher noch. Okay. Und jetzt können wir damit die nächsten Definitionen machen. Gucken wir uns unsere Charaktere an. Ist es so, dass unser Rex mit Sand überhaupt kein Problem hat? Auch der Magmaschleim hat kein Problem mit Sand. Der ist nicht so flüssig, dass der einsinkt. Also juckt den das gar nicht. Der darf sich überall bewegen. Aber der Wasserschleim wird jetzt eine Phobie dazu bekommen oder eine Phobie bekommen, auf trockenem Boden zu laufen. Das heißt, dem verpassen wir jetzt den Terrain-Type-Typ verboten. Prohibited from, also ihm ist verboten, auf trockenem Gelände zu laufen. Und wir speichern das, gucken kurz in den Map-Editor rein, den Wasserschleim haben wir noch drin und wir testen das jetzt auch im Spiel. Jetzt sollten wir schlagartig nicht mehr in der Lage sein, uns zu bewegen, weil wir auf einem Sandfeld sind. Das wird die Engine natürlich nicht von uns verbergen, dass wir auf einem Feld starten, aber wir dürfen uns auf ein Nachbarfeld nicht bewegen. Würde ich jetzt mal vermuten. Genau, wir sind auf trockenem Feld. Wir können runtergehen, wir können aber nicht mehr dahin zurück. Ja, also da ist Level Design gefragt, dass wir uns auch selber beim Erstellen der Level an unsere eigenen Regeln halten. Also wenn ein Charakter natürlich durch Teleportation oder sonst irgendwas auf ein trockenes Feld kommt, wie der Schleim, dann ist es so. Er darf es aber nicht aus eigener Kraft betreten. Okay, so, damit haben wir das erledigt. Kommen wir zum nächsten Typ. Jetzt wollen wir die Unterscheidung machen zwischen Wasser. Und zwar Wasser, was flach ist und Wasser, was tief ist. In flachem Wasser soll ein Charakter laufen können, während er in tiefem Wasser schwimmen kann. Also zumindest soll das für unseren Hauptcharakter zählen. Und für Fische, die sollen sowieso nur in tiefem Wasser sich bewegen können. So, also machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt wieder in den Objekteditor rein und suchen uns jetzt unsere See- und Ozeanfelder raus und kategorisieren die. So, wir haben hier den See. Der hat flaches Wasser. Das machen wir jetzt für alle Seefelder. Wir müssen hier schön präzise sein, dass wir auch die richtigen Kategorien geben. Also ihr könnt leider nicht mehrere Schlagwörter nehmen und könnt dann sagen, das ist die Kombination aus Wasser und flach oder Wasser und tief, sodass ihr quasi das ähnlich wie Text anreichert. Aber das sollte nicht das Problem sein. Es würde, glaube ich, auch die Logik deutlich erschweren, wenn man da zu viele Schlagwörter macht und muss dann die Kombination wieder aufdröseln in der Regel, in der Logik. So, das ist jetzt ein Bereich tiefes Wasser. Für mich ist die Definition, flach ist Wasser, in der Charakter noch mit dem Gesicht rausguckt. Also ungefähr maximal, wie groß ist Rex? Ich glaube, 6 Felder tief darf es sein, 8 Felder tief darf es sein, sodass der Kopf noch rausguckt. Das ist ein schönes Muster, schönes Maß. Okay. Also alles, was tiefer ist an Wasser als 8 Felder, ist tiefes Wasser. Das ist tief. Unser Charakter steht in der Mitte, damit guckt er raus, also ist dieses Wasser flach. Was übrigens gewünscht ist, ich möchte ja quasi, dass der Rand des Ozeans flach ist und man da laufen kann, während man in der Mitte nur schwimmen kann. So, also das ist einmal eine Sisyphus-Arbeit, die wir jetzt machen müssen. Besser ist das natürlich, wenn ihr sowas von vornherein in eurem Level-Design vorgesehen habt, sodass ihr das dann nicht nachträglich alles checken müsst. Aber gut, es bleibt halt auch nicht aus. So, die Tags sind vergeben und jetzt müssen wir unsere Charaktere wieder kategorisieren. Also, ich möchte jetzt Folgendes haben. Rex ist es momentan verboten, in tiefes Wasser zu gehen. So, des Weiteren fügen wir noch den Typen Magma ein. Für diesen Block und sagen dem hier Terrain-Type, auch den hatte ich rausgelöscht, Terrain-Type Magma flach. So, okay, damit haben wir alle Typen, die wir haben wollten oder die ich haben möchte. Mein Magma-Typ ist auch da und jetzt können wir alle Charaktere kategorisieren, was die dürfen, was sie nicht können. Okay, also für Rex bietet es sich an, die Liste der Verbote ist kürzer als die Liste der erlaubten Felder, also machen wir Prohibited from. So, und Rex ist es nicht erlaubt, in tiefem Wasser zu laufen und auch nicht im Magma. Wenn ihr die kombinieren wollt, müsst ihr die Steuerungstaste gedrückt halten, dann könnt ihr hier Mehrfachselektion machen. Macht ihr das nicht, könnt ihr immer nur eins auswählen. Also
Tiefes Wasser und flache Magma darfst du nicht betreten momentan, bis wir das Schwimmen implementiert haben. Okay. Der Wasserschleim hat das Verbot, sich auf trockenen und Magmaboden zu bewegen. Alles klar, speichern. Der Magmaschleim darf sich nicht auf Wasser bewegen, jeglicher Form. Und jetzt haben wir den einen Sonderfall. Dem Fisch ist es ausschließlich erlaubt, sich in tiefem Wasser zu bewegen. Aber wir können auch sagen, flaches Wasser. Alles gut. Machen wir es mal rein und speichern das Ganze. Und damit haben wir unsere Charaktere definiert und können jetzt ausprobieren, ob sich Rex tatsächlich im flachen Wasser bewegen kann. So, also wir nehmen Rex und probieren das Ganze aus. So, und jetzt sollte unser Charakter im Wasser laufen können. Ja, der kann auch noch durch den Fluss laufen. Das ist noch das nächste Problem. Moment, da habe ich noch einen Fehler drin. Also, Map Properties. Rex soll nicht durch tiefes Wasser, Magma und Fluss laufen können. Okay. So. Jetzt gucken wir uns das Ganze an. Ich zeige euch jetzt das Problem, was wir haben, wofür wir die Collision Overrides brauchen. Also, wir können nicht durch den Fluss, wir können aber auf dem See laufen und wir können auf dem Ozean laufen. So, unser Charakter sollte ja jetzt eigentlich im Wasser sein und das funktioniert nicht, genauso wenig wie das für unsere Fische funktioniert. Das funktioniert nur an ein paar Stellen, wo noch irgendwo mit meinen vorhergehenden Map-Settings was nicht stimmt, weil ich das halt in der Episodenvorbereitung schon mal gemacht hatte. Da gibt es noch irgendwo ein Feld, was nicht richtig überschrieben ist. Aber ich zeige euch jetzt das Problem. Generell ist das Konzept ja folgendermaßen. Haben wir ein Feld wie dieses Wasserfeld. Es ist so, dass die Bewegung des Charakters immer auf der obersten Voxelschicht stattfindet. Das heißt, er läuft hier oben über diese Oberfläche. Wenn wir das nicht wollen, was wir ja explizit haben, wenn wir durchs Wasser durchlaufen, dann brauchen wir einen anderen Kollisionskörper. Da ist dieser quasi nicht mehr dazu geeignet, weil wir uns ja tatsächlich in dieser Höhe hier unten bewegen wollen. Was wir tun, um das zu machen, wäre quasi, für dieses Feld eine Kopie zu erstellen. Und dem geben wir einen Namen, das brauchen wir anschließend nicht mehr als Feld, um es zu malen, sondern wir benutzen das nur noch als Kollisionshülle. Also wir können jetzt zum Beispiel sagen, ich mache jetzt mal Shape, Test. So, dann habe ich eine Kopie von dem Objekt und kann jetzt sagen, was will ich damit eigentlich tun? So, letztendlich ist es bei mir so, dass mein Charakter 8 Felder hoch ist. Das heißt, ich möchte jetzt irgendwo hier unten oder 6, 7 Felder nach unten gehen. Ich nehme mir die Farbe hier mit. Entferne die Wasserfläche, dann ist das das Bewegungsmodell, wo Rex läuft. Das heißt, er würde ganz strikt bis auf den Grund laufen. Wenn ich das nicht möchte und möchte, dass er an einer bestimmten Stelle stehen bleibt, was er sowieso tut, weil er in der Mitte des Feldes bleibt, füge ich die Kollisionsebene ein bisschen tiefer ein. Das kann ich mit jeder Farbe machen, die ich will. Also ich kann doch zum Beispiel jetzt einfach sagen, ich nehme hier weiß. Ja, völlig egal, was ich dafür nehme. Ich kann jetzt einfach sagen, ich nehme die Felder, die eine Kollisionsfläche haben. Nehme ich jetzt einfach weiß und färbe die ein. Das muss ich aber nicht machen, das ist mir völlig freigesetzt oder frei, nur um euch das zu zeigen. Also im Prinzip ist es so, ihr könnt das machen, wie ihr das wollt. Ihr könnt eure Kollisionskörper mit einer bestimmten Farbe hervorheben, damit ihr die nicht aus Versehen auf einer Karte setzt oder wie bei mir mit dem X vorher gemacht, sowas machen und könnt halt alles rauslöschen, was ihr nicht braucht. Wie zum Beispiel so hier, um den Körper relativ gering zu, also den Körper relativ klein zu halten. Je weniger Voxel ihr habt, desto besser ist das für die Engine. Also so zum Beispiel könntet ihr den Kollisionskörper machen und speichert den euch einfach irgendwo hin. Bei mir habe ich es so gemacht, dass ich allen den Namen Shape gegeben habe. Ich werde den jetzt erstmal nicht speichern, genau aus diesem Grund, weil ich die schon habe. Ich zeige euch jetzt, was ich gemacht habe. Meine Kollisionskörper haben, wie gesagt, einen Unterstrich davor und Shape, damit ich die nicht aus Versehen hinpacke. Das heißt, ich habe für meinen Fluss habe ich einfach die Wasserfläche entfernt, sodass der durch das Flussbett läuft. Für den ja, Shape-Test ist natürlich das Falsche, das brauche ich nicht mehr. Moment. Das kann wieder weg. Moment. Ja, gut, ich dachte, ich habe jetzt das falsche Feld gelöscht. Okay.
Das hier kann weg. Und dann habe ich für jedes andere Feld habe ich halt entsprechend die Wasserfläche runtergesetzt. Also ich zeige euch das kurz. Hier liege ich jetzt quasi so tief, dass Rex 1, 2, 3, 4 Felder tief im Wasser steht und dann rausguckt. Also er ist ungefähr bis zu den Knien im Wasser, läuft hier unten auf dieser Fläche lang. Und letztendlich sieht das aus wie ein verringerter Wasserstand. Aber wie gesagt, ihr könnt das Farbmodell machen, wie ihr da gerade Bock dazu habt. Und das Prinzip von mir, was ich versucht habe, ist, dass im tiefen Wasser diese Wasserfläche gleichmäßig hoch ist. Das heißt hier, der Rex, der könnte zwar auf dem Boden sein, soll sich aber in dieser Ebene aufhalten. Jetzt geben wir Rex erstmal im ersten Schritt frei, dass er in tiefes Wasser reinlaufen darf. Das heißt, wir nehmen das tiefe Wasser wieder weg. Speichern das Ganze und müssen jetzt natürlich jeden unserem Kollisionskörper, also jeden unserer Körper, die Kollisionsbox zuweisen, die er benutzen soll. Und das wird jetzt ein bisschen gefummelt. So, das heißt, wir haben den Teich, den habe ich sogar noch gar nicht angelegt. Dann kann ich das bei dem nochmal zeigen. Ja, Lake. Das Ding ist Lake. Und dann machen wir hier Shape Lake. So, da haben wir das Feld und fügen hier einfach, machen wir das Wasser raus. So, immer schön gucken, welches Feld ihr habt. Shape Lake, das passt. Speichern. Okay. Und das Shape, also das Formmodell hat natürlich keinen Typen. So, genau dasselbe machen wir hier. Ich habe schon wieder viel zu viele Sachen offen, das nervt. Mir fehlt noch ein Autoschließen-Button. So, okay. Also prinzipiell mache ich das jetzt mal für alle Felder, definiere ich das jetzt vor. So, okay, damit haben wir alle erstellt, soweit ich das sehe. Und jetzt müssen wir die Kollisionstypen übernehmen. Das heißt, wir fügen jetzt jedem Objekt den gleichnamigen Shape hinzu. Das macht sich bei mir relativ einfach, weil ich die alle unter demselben Namen habe. Also Lake hat Shape Lake, speichern. Damit ist quasi das Wasser weg und wir laufen auf dem Grund. Dann haben wir Shape Lake Grass Corner Diagonal. Shape Lake Grass Corner Diagonal, das ist das. Hier fehlt auch noch eine Scrollleiste, sehe ich oder gefühlt, weil das Scrollen mit Mausrad ist echt nicht schön. Shape Lake Grass Corner Inner. Also auch das ist wieder ein bisschen Fummelei. Corner Outer. Okay, jetzt haben wir den Fluss fertig. Dann haben wir den Ozean, müssen wir jetzt machen. Shape Ocean. Shape Water Deep, da ist es. Ich muss mal kurz gucken, wie habe ich die genannt? Shape Water. Ach so, ja, das ging wahrscheinlich darum, dass ich das für verschiedene Formen nutzen möchte. Für weil hier Ocean Grass ist und sowas und das ist unabhängig davon, wo es ist einfach eine Wasserfläche in einer bestimmten Form, unabhängig davon, ob das jetzt Ozean ist und an der Kante zu Gras oder sonst irgendwas. Ich glaube, genau deswegen habe ich das so gemacht. Auch ein bisschen her, ich hätte jetzt eine längere Pause gemacht. Ocean Crest Corner. Okay. Water Corner Inner. Jawohl. Water Corner Outer. Water Corner Diagonal.
Water Corner Straight. Nee, Water Corner Straight ist egal. So, okay. Jetzt müssten wir sie haben. Genau, der Fluss noch. River Straight Curve. Was ist das hier? Ach, man kann es nicht lesen. Left. Dann ist das Curve right. Und straight. Fertig. Okay. Testen. Unser Charakter sollte jetzt in der Lage sein, auf dem Boden lang zu laufen. Also, wir testen das mal kurz aus. Durch den Fluss dürfen wir immer noch nicht, aber wir können durch den Teich. Und wir stehen bis zum Knöchel im Wasser. Hervorragend. So, wir gehen durchs Wasser und sehen jetzt hier, dass wir nahezu fliegen. So, unsere Fische sind jetzt auch auf der richtigen Höhe, weil die halt ein bisschen flacher sind. Also, die sind 4 hoch. Unser Wasser ist 5 tief, glaube ich. Und damit sind die auch im Wasser. Was natürlich doof ist, ist, dass Rex hier läuft. So, und jetzt kommen wir zum Episodenschluss. Das Letzte, was ich mit euch vorhabe, ist eine coole Schwimmanimation hinzuzufügen. Was mir davor schwebt, ist Folgendes. Wenn Rex sich ins Wasser begibt, läuft er am Wasserrandbereich. Geht er aber in tiefes Wasser, fängt er automatisch an mit Schwimmen und kommt er in flaches Wasser zurück, hört er automatisch auf mit Schwimmen. Das möchte ich jetzt mit euch machen. In Vorbereitung dazu habe ich die Schwimmanimation für Rex schon hinzugefügt. Ich zeige euch die ganz kurz. Das heißt, wir haben für Rex folgende Animationen. So, wir haben die Idle-Animation fürs Wasser. Und wir haben die Schwimmanimation, in der Rex paddelt. So, die habe ich hinzugefügt unter die Animationsnamen. Die zeige ich euch kurz. Idle Water und Walk Water. Ich habe die Namen absichtlich genau in dem Grund genommen und habe nicht Swim genommen. Und zwar folgendermaßen: Das Konzept, wie wir das reinkriegen, dass Rex anfängt zu schwimmen, ist folgendes. Ich möchte ein Skript etablieren, was guckt, wenn Rex sich bewegt, was ist das nächste Feld, wo er sich hinbewegt. Und wenn er in ein Feld kommt, was vom Typ tiefes Wasser ist, soll Rex automatisch die Animation Walk mit Walk in Water, also Walk underscore Water, überschrieben kriegen. Das heißt, die zukünftige Bewegung findet mit einer anderen Animationsserie statt. Und da die aber auf dem Keyword Walk liegt und aber nur fürs Wasser ist, während die andere ohne Definition für alles andere ist, ist es quasi so, dass ich Walk und Walk Water habe. Genauso dasselbe für Idle. Idle ist die normale Idle-Animation und Idle für Water wird überschrieben. Und sobald ich aus dem Wasser zurückkomme, setze ich die Keywörter zurück. Das wird jetzt ein kleines bisschen kompliziert. Ich versuche das so ausführlich wie möglich und so einfach wie möglich zu erklären. So, um das zu machen, müssen wir jetzt Skripte anlegen. So, als allererstes machen wir uns mal vom Konzept her Gedanken darüber, wie wir das hinkriegen. Also, wir haben globale Events in den globalen Settings. Hier gibt es bestimmte Ereignisse, an die wir einfach ein Skript dranhängen können. Und hier ist ein interessantes. Ein Charakter verlässt ein Feld. Das heißt, unser Charakter ist gerade von einem neuen Feld runtergegangen und wird gleich ein neues Feld betreten. Das ist genau das, was für uns wichtig ist. Sobald wir ein Feld verlassen haben und das nächste tiefes Wasser ist, wollen wir anfangen zu schwimmen. Wenn wir ein Feld verlassen haben, was vom Typ so ist, dass wir schwimmen, und gehen in ein Feld, was nicht mehr vom Typ tiefes Wasser ist, wollen wir aufhören zu schwimmen. So, Charakter Enters Teil können wir nicht nehmen, weil dann sind wir bereits auf dem Feld in dem Moment, wo wir das Ereignis kriegen und müssten das nächste Feld irgendwie durch wilde Richtungen bestimmen. Das ist scheiße. Wollen wir nicht. Also, Character Exits a Tile. Das ist perfekt für uns geeignet. Und an dieses werden wir uns dranhängen und werden ein Skript dafür definieren. Also brauchen wir jetzt ein neues Skript und nennen das Movement Determination. So, also das wird unsere Bewegung bestimmen, die wir benutzen. Okay, was wir jetzt tun wollen, ist Folgendes. Wir wollen als allererstes testen, ich gehe mal in den Skript-Editor rein, wir schreiben jetzt ein bisschen Bauxit-Code per Hand
Ihr könnt es dann auch in Blöcken ziehen, wenn ihr das gesehen habt. Also ich zeige euch mal, wie so ein Blockeditor aussieht, aber mit der Hand geht das hier ein bisschen schneller. Also als allererstes wollen wir machen, es ist ein Skript. Das Skript kommt auf ein Ereignis, das heißt, wir haben wieder die Keywords Initiator, das ist der, der es auslöst. Und wir haben Self, das ist das Objekt, auf dem es getriggert wird. Okay. Als allererstes wollen wir sagen, wenn der Initiator, also der Auslöser des Skriptes, nicht der Spieler ist, dann soll gar nichts passieren. Ja, wir wollen nicht, dass wenn ein NPC ins Wasser geht, dass irgendwas überschrieben ist. Wir wollen das explizit nur für den Spieler haben. Also if Initiator not equals player, then Return. Das heißt, wir verlassen dieses Skript, kehren zurück und es passiert gar nichts. Das ist der erste Move, den wir machen. Oder der erste, ja, der erste Trick, den wir machen, um unser Bauxit-Code zum Laufen zu kriegen. Das sieht jetzt so aus. Also, wenn Initiator an not equals player, dann return keine Expression. So, wir können ja mal gucken. Ja, das ist ja ein bisschen schwieriger, glaube ich. Initiator Property. Mussten hier Initiator haben. Ja, es ist ein bisschen gefummelt mit dem Zeug. Ihr könnt das halt auch per Hand reinschreiben oder suchen, aber es ist relativ simpel. Tippt einfach am besten mit. Okay, das ist der erste Punkt, den wir haben. Jetzt wollen wir Folgendes tun. Wir brauchen jetzt das Feld, auf dem sich der Spieler befindet. Der Charakter hat aktuell das Feld verlassen. Müssen wir mal gucken, was ist denn Self? Brauchen wir Self? Wir brauchen Self nicht. Der Charakter hat ein Feld verlassen, das heißt, er befindet sich schon auf dem neuen Feld. Das heißt, wir ziehen das Feld vom Spieler. Aber wir gucken einfach mal, wo wir uns auskommt. Lasst es uns einfach testen. Wir machen einfach mal Log Message Self. Lasst uns mal anzeigen, was Self eigentlich in dem Moment ist. So, jetzt hängen wir dieses Skript einfach schon mal hier drauf. Character exit the tile. Bums. Movement determination. Und lasst uns mal ausprobieren. Nicht so zaghaft. Wird es am besten klar. Aber ich habe das, glaube ich, mit Absicht nicht genommen. Da gab es ein Problem, glaube ich. Klick. Da ist es. Tile, path, send. Ah ja, self ist das Feld, auf dem wir gestartet sind. Okay. Self ist das Feld, das wir verlassen haben. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen das Feld haben, auf dem der Spieler als nächstes ist. Okay. Genau. Perfekt. So, um das zu kriegen, machen wir jetzt Folgendes. Wir holen uns einfach das Feld vom Charakter. Der Charakter hat ein Feld verlassen, das heißt, er hat schon ein neues. Das heißt, wir können jetzt hier gucken unter Character und finden hier, dass es eine Liste der Tiles gibt. Da. Das ist ein Array. Und da unser Spieler ein Feld groß ist, auf dem RX-Index 0, das Feld, was wir haben wollen. Davon kriegen wir ein Tile. So, jetzt gucken wir Tiles an und von Tiles können wir den Terrain-Type ziehen. Terrain-Type, Terrain-Type, Terrain-Type. Und das ist ein String und das ist genau das, was wir definiert haben. So, damit geht es im Skript weiter. Also wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt hier ein If und wenn wir jetzt sagen Initiator, das ist unser Spieler. Wir holen vom Spieler die Tiles, das ist ein Array. Wir gehen auf den Index 0 und holen uns, das ist ein Tile, und holen uns davon den Terrain Type. Okay. Und den vergleichen wir, wenn dieser gleich ist mit dem String Water Deep. So. Denn. Und jetzt überschreiben wir eine Animation. Das heißt, wir brauchen hier Override Animation. Und das gleich zweimal. Und wollen jetzt Folgendes tun. Wenn der Charakter auf ein Feld kommt, was vom Typ tiefes Wasser ist, dann überschreiben wir die Animation auf dem Key Walk mit dem Animationsnamen Walk Water. Das ist Schwimmen. Und wir überschreiben die Animation auf dem Keyword Idle. Das sind die Animations-Keywords, die die Engine für uns benutzt. Ja, der Charakter läuft, also befeuert die Engine die Animation auf dem Keyword Walk. Der Charakter steht still, die Engine triggert automatisch die Animation auf dem Keyword Idle. Völlig egal, was dahinter liegt. Normalerweise liegt auf Walk Walk und auf Idle Idle.
Wir überschreiben die aber jetzt und legen auf Walk eine andere Animation, die heißt Walk Water. So, idle. So, das heißt, wir haben jetzt die Animation auf dem Key ausgetauscht. Das heißt, auf Walk liegt nicht mehr Walk, sondern Walk Water. So, jetzt haben wir natürlich den Punkt, dass, wenn es nicht der Fall ist, also else if, und jetzt wollen wir prüfen, wenn Initiator Tile. Also wir könnten jetzt auch einfach ein else machen. Wir machen das mal ein else. Wenn es nicht tiefes Wasser ist und wir kommen auf ein anderes Feld, dann überschreiben wir die Animation des Charakters zurück auf die alten Werte. Prinzipiell ist das unser Skript. So, wir setzen auf den Key Walk, setzen wir die Animation mit dem Namen Walk zurück. Und auf Idle, Idle. Fertig. Was passiert jetzt? Wir werden jetzt jedes Mal, wenn wir ein Feld betreten, werden wir Animationen überschreiben. Und wir werden jedes Mal das fürs Neue tun. Und das ist blöd. Das heißt, wir haben keinen Status. Und den Status wollen wir jetzt hinzufügen. Das heißt, wir wollen nicht nur gucken, ob das nächste Feld Water ist oder Deep Water ist. Wir wollen auch gucken, ob wir schon einen Zustand haben. Das heißt, generell hat unser Charakter keinen Zustand. Das heißt, er hat keine eigene Property, die sagt, was machst du gerade? So, also wir gehen davon aus, der Charakter ist normalerweise standardmäßig, Walk is Walk, Idle is Idle, fertig ist. Wir sagen aber, der Charakter bekommt eine neue Property, die nennen wir Movement Type. Und die sagt, was machst du gerade? Läufst du oder schwimmst du? So, und die hat zum Beispiel nur Sonderstati. Also, der Charakter kann schwimmen, der kann klettern. Wenn er das nicht macht, macht er ganz normal die Laufbewegung. Um das zu kombinieren, machen wir jetzt hier ein zusätzliches End rein und fügen eine zweite Bedingung ein. Und sagen jetzt hier Initiator Punkt Property und die soll heißen Movement Type. Und wenn das nicht Schwimmen ist, und am Anfang ist es nicht Schwimmen, dann setzt er den Animations-Override. Macht das und jetzt müssen wir natürlich diese Variable am Spieler initiieren, damit es nicht immer wieder passiert. Property. Das können wir uns auch von hier oben wieder klauen. Ich hoffe, ich überfordere euch mit dem Scripting nicht, aber ich denke, wir wagen uns hier stufenweise immer Stückchen näher ran und ich hoffe, dass es geht euch nicht zu schnell. Wir machen ja auch erstmal nur einfache Sachen und ich versuche es so ausdrücklich wie möglich zu erklären, sodass ihr durch Heranwagen an Skripten auch das Skripten mitlernt. Okay, was wir jetzt machen müssen, ist, jetzt gibt es kein else mehr. Weil ist das nächste Feld Deep Water und wir sind beim Schwimmen, würde das auch ins else reingehen. Und ist es nicht Deep Water, aber wir haben Schwimmen, ist es auch else. Also wenn nicht explizit diese Bedingungen und diese Bedingungen zutrifft, dann sind wir hier. Also wenn nicht das oder nicht das oder nicht das und nicht das, dann sind wir hier. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einen expliziten Fall abhandeln. Das heißt, wir wollen nur beim exakten Gegenteil da reintreffen. Das heißt, wir nehmen jetzt quasi diese Bedingungen hier mit. Diese Bedingungen hier mit und sagen, wir handeln nur einen konkreten Fall ab. Und das machen wir mit else if. So, und da muss hier hinten wieder ein Denn dran. Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn das nächste Feld explizit nicht tiefes Wasser ist, also alles andere, und unser Typ aber schwimmen ist, nur dann setzen wir zurück. Und dann setzen wir diesen Wert auf, na gut, leer lassen ist halt vielleicht auch blöd. Ach, schreiben wir einfach Walking. Machen wir es doch so, es gibt kein Default, es gibt Swimming und Walking, am Anfang ist es nicht initialisiert. Und das war's. So, wir gehen es durch. Wir betreten ein Feld. Ist der Betretende nicht der Spieler, passiert nichts. Okay, andernfalls haben wir definitiv den Spieler. Wenn das Feld unterm Verursacher, was der Spieler ist, also das Feld unterm Spieler vom Typen tiefes Wasser ist und der Spieler die Property Movement Type nicht schon auf Swimming hat, dann ändern wir alle Animationen für die Wasseranimation und setzen ihn auf Schwimmen. Andernfalls prüfen wir, ob das Feld unterm Spieler explizit nicht tiefes Wasser ist und
er aber die Animation Schwimmen schon gesetzt hat, also als Movement-Status Swimming hat. Dann setzen wir es zurück und setzen ihn auf Walking. So. Das ist genau das, was wir im Skript haben wollen. Wir speichern das ganze Ding. Wir gucken nochmal, dass es hier am Hook dran sitzt und das tut es. Und jetzt können wir das testen. Okay, finaler Spieltest. Unser Rex läuft durch flaches Wasser durch. Er läuft am Rand des tiefen Wassers rum. Der Magmaschleim versucht uns zu jagen und wir können ihm nur im tiefen Wasser entkommen. Wir rennen also ins Wasser rein und Rex schwimmt. Perfekt. Ach, guckt euch das an. Ist das nicht toll? Und Rex hört auf zu schwimmen. Einen kleinen zeitlichen Versatz hat man, habt ihr es gesehen? Also, wenn der Charakter anfängt zu schwimmen, fängt ein kleines bisschen zu spät an. Es passiert genau am Übergang vom Teil. Ist nicht perfekt, aber ob ein Spiel jetzt immer den Anspruch an Perfektion haben muss, ist die nächste Definition oder die nächste Frage. Ich finde es cool. Schreibt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Und das ist es auch schon gewesen mit dieser Folge. Den Magmaschleim, auf den Magma jetzt, das prüfen wir jetzt nicht. Das ist dann, glaube ich, trivial und ich muss euch ja nicht jeden Quatsch zeigen und langweilen. Also, wir haben jetzt gezeigt, was sind Collision Types. Damit könnt ihr quasi die Kollisionsboxen eines Feldes mit einem beliebigen anderen Feld, für einen anderen Feldform überschreiben. Die Terrain Types legen fest eine Kategorie, für was dieses Feld ist und ihr könnt am Charakter, könnt ihr bestimmte Verbote oder explizite erlaubte Felder setzen und könnt es somit definieren und über diese Scripting-Hooks könnt ihr definieren, dass ein Charakter zum Beispiel automatisch ins Schwimmen übergeht. Ihr könnt dann halt irgendwelche anderen Effekte triggern, dass zum Beispiel die Waffen abgelegt werden oder sonst irgendwas. Soweit sind wir noch nicht. Ich versuche das dann später noch irgendwie zu integrieren. Ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich riesig über ein Abo von euch freuen, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und hoffentlich sehen wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Macht's gut. Tschüss.